Hallo, meine RPG Maker XP Freunde. Erhebt euch für die Hymne des RPG Maker XP. Okay, Spaß beiseite. In diesem Tutorial möchte ich euch nochmal eine kleine Grundeinweisung in das Mapping mit dem RPG Maker XP bieten. Dazu erstelle ich erstmal ein neues Projekt, File New Project, nenne es einfach Tutorial, genau, und Tutorial XP nenne ich es und drücke auf OK. Genau, und dann sind wir auch bereits im RPG Maker in unserem Projekt und sehen auch gleich die erste Map hier unten auf der linken Seite. Darüber ist das Tileset zu sehen, welches wir zur Verfügung haben. Das können wir über Rechtsklick, Map Properties, können wir dieses jederzeit ändern. Warum sie hier bei Grassland, Gralsland geschrieben haben, ist mir etwas schleierhaft. Ich könnte schwören, dass da früher Grassland stand. In der aktuellen Version steht dort Gralsland. Vielleicht könnt ihr mir das mal erklären, warum das so ist. Aber Spaß beiseite. Zum zweiten Mal. Hier könnt ihr den Namen der Map bestimmen. Zum Beispiel Test Map. Und hier könnt ihr die Breite und Höhe einstellen von der Map. Wenn ich jetzt beispielsweise Breite 25 mache und Höhe 20, werdet ihr automatisch sehen, dass die Map erweitert wird. Genau. Hier könnt ihr noch Musik wählen und Soundeffekte, aber das erkläre ich vielleicht mal in einem anderen Video. Oder ihr guckt euch das selber mal an. Im Grunde ist es selbsterklärend, denke ich mal. Aber wie gesagt, ich mache das vielleicht mal in einem anderen Video. Gut, jetzt haben wir die Mapgröße geändert, haben aber komischerweise jetzt hier neben unserem Gras, haben wir jetzt so einen hellen Bereich, fast weiß. Und ihr fragt euch sicherlich jetzt, was ist dieser helle Bereich? Ganz einfach, das ist nichts. Ein Loch quasi und das werden wir jetzt flicken. Wir wählen hier mit Linksklick auf der linken Seite. In unserem Kachelset bzw. Teilset, wie ihr es auch immer nennen wollt. Und wählen hier dieses Stück Gras und dann den Fülleimer und drücken auf den Lernbereich. Und schon haben wir alles schön voller Gras. Genau. Anschließend werde ich euch grob erklären, was man alles machen kann beim Mapping. Ganz grob. Ihr seht in folgenden Videos, habe ich sogar bereits hochgeladen, wie man da ein bisschen mehr rausholen kann aus dem RPG Maker. Genau. Hier oben habt ihr eine Leiste für Autotiles. Diese erstellen sich quasi selber und ihr müsst da nicht groß drüber nachdenken. Wenn ich jetzt zum Beispiel Wasser erstellen möchte, das wäre dann dieses Autoteil. Dann, ups, nicht den Fülleimer, Entschuldigung, hier auf zurück, sondern mit dem Pencil. Dann erstellt er automatisch, so wie ich zeichne, auch einen Fluss oder wenn ich es voll mache, auch einen See. Ich kann auch hier über das Rechteckwerkzeug einen rechteckigen See oder über das Kreisauswahlwerkzeug, das Kreiswerkzeug kann ich auch einen runden See machen. Ich kann auch einen runden See machen und anschließend nochmal nachbearbeiten, so zum Beispiel, etc. pp. Genau. Und wie ihr seht, es erstellt sich automatisch selbst. Also wenn ich hier jetzt hin tippe, schließt sich das alles automatisch. Also er wählt automatisch aus, wie es dann auszusehen hat. Aus einem kleinen Loch wird ein Fluss oder ein Bach. Fluss wäre eher das hier. Und aus einem Fluss kann auch ein See werden, etc., etc., etc. Ihr seht es ja, was ich hier tue. Gut, das alles kommt in die erste Ebene. Wir haben drei Ebenen.
einmal die Ebene für den Boden und Wände. Einmal eine zweite Ebene für Objekte, wie beispielsweise Baumstümpfe oder ja, ein Lagerfeuer. Und dann haben wir noch eine dritte Ebene für Objekte, die andere Objekte überdecken. Wir nehmen jetzt beispielsweise diesen Baum und wollen den jetzt hier hinsetzen. Und wenn ich das in der zweiten Ebene machen würde, würde der Baumstumpf verschwinden. Deswegen gibt es noch eine dritte Ebene und dort kann ich dann zum Beispiel so den Baum hinsetzen und dadurch habe ich beides zu sehen. Okay, damit habt ihr, denke ich mal, so grob verstanden, worum es geht. Wenn ich jetzt beispielsweise jetzt hier diesen Baum in die zweite Ebene setze und in die dritte Ebene nochmal denselben Baum, habe ich eine kleine Baumgruppe erstellt. Und so kann ich das dann immer weiter führen, wie ihr seht. Alles klar. Ich kann auch Objekte in der dritten Ebene mit der zweiten Ebene überdecken. Zum Beispiel so. Oder das sah jetzt nicht so schön aus. So, das sieht dann zwar hier im RPG Maker relativ komisch aus, funktioniert aber tatsächlich im fertigen Spiel. Im fertigen Spiel sieht das dann tatsächlich, ich muss mal kurz den Ton ausmachen, im fertigen Spiel sieht das dann tatsächlich ganz anders aus. Wir gehen hier auf Testspiel. Dann kann ich das, oder Playtest, dann kann ich euch das mal zeigen. Ja, wir speichern, wir müssen immer speichern. Ich schalte mal kurz den Ton aus. So, alles klar. New Game. Und dann funktioniert das auch. Wie ihr seht, überdeckt dieser Baum diesen Baum hier im Spiel und im Maker ist es genau umgekehrt. Wenn euch das zu sehr irritiert, ich kenne das selber von mir, manchmal irritiert sowas, dann wird es etwas komplizierter. Wir löschen das mal alles raus. Dazu können wir entweder das Feld hier oben nehmen zum Rauslöschen. Das ist immer die sicherste Variante. Das sage ich immer wieder. Oder wir rechtsklicken in einen leeren Bereich. Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ah, hier auf dieser Stelle ist nichts, rechtsklicke ich dort. Ich kann auch zum Beispiel hier auf den Baum rechtsklicken, dann wählt er automatisch das Stück vom Baum aus. Ich kann auch rechts gedrückt halten, dann den ganzen Baum nehmen. Aber ihr müsst wirklich darauf achten, dass dann auch dieses Feld ausgewählt wird und nicht beispielsweise dieses Feld oder dieses Feld. Diese sehen zwar auch leer aus, aber es könnte Komplikationen geben. Achtet wirklich darauf, dass dieses Feld ausgewählt ist. So, nun entfernen wir mal kurz die Bäume und dann erkläre ich euch, was ich euch erklären wollte. In der zweiten Ebene dasselbe. Und nun erkläre ich euch, was ich erklären wollte. Genau, wir gehen jetzt in die zweite Ebene und setzen den ersten Baum. Den hintersten Baum quasi. Nun gehe ich in die dritte Ebene und wähle nur die Baumkrone. So zum Beispiel. Und setze diese hier hin. Gehe in die zweite Ebene, wähle den Rest des Baums und setze es hier hin. Gehe wieder in die dritte Ebene und kann jetzt zum Beispiel hier den Baum hinsetzen und dann wieder zurück in die zweite Ebene. Und es so hinsetzen. Und wie ihr seht, überdeckt dieser Baum jetzt tatsächlich diesen Baum auch im RPG Maker. Wie gesagt, ist etwas komplizierter, aber ich habe das auch gern so gemacht, weil es dann doch irgendwie ein bisschen besser zu sehen ist, vielleicht. Gerade bei etwas komplexeren Maps sieht es manchmal ein bisschen komisch aus, wenn man keine richtige Vorschau hat. Dann habe ich gemerkt, dass ich hier noch ein kleines Stück Schatten habe. Das werde ich noch entfernen. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt so richtig. Hier so an dieser Stelle habe ich ein Stück Schatten, also quasi solchen Schatten, vergessen rauszulöschen. Das lösche ich jetzt nochmal schnell raus. Alles klar. Gut. Dann haben wir hier noch reichlich Bodentextur, zum Beispiel diese kleinen Büsche oder Pflanzen, was auch immer. Büsche sind auch Pflanzen, ich weiß, ich weiß. Ich quatsche immer so viel Dreck. Auf jeden Fall könnt ihr damit auch den Boden etwas dekorieren. Könnt ihr auch noch ein paar blühende Pflanzen dazu setzen. Und ein paar von diesen Grasbüscheln noch. So. Und schon sieht das alles ein bisschen lebendiger aus, als hier zum Beispiel so ein freies Stück.
Ich kann ja nochmal kurz die Bäume wegmachen, dann könnt ihr das direkt vergleichen, das freie Stück, was links daneben ist. Wie ihr seht, das hier sieht langweilig aus und das sieht doch schon viel interessanter aus. Wir können auch noch eine Wiese setzen. Wie man das richtig macht, zeige ich im nächsten Video. Und es gibt auch die Möglichkeit, Wege zu setzen. Genau. Diese setzen wir auch in die erste Ebene, wenn wir diesen Weg auswählen. Aber wir müssen, wie ihr seht, auch automatisch wird dieser Weg erstellt. Wir müssen aber, worauf ich jetzt hinaus wollte, wenn wir diesen Weg wählen, die zweite Ebene verwenden. Wie ihr seht, ist hier etwas transparenter Bereich, also heller Bereich drumherum. Das bedeutet immer automatisch, dass es transparent ist, also durchsichtig. Genau, das müssen wir dann in die zweite Ebene setzen, weil wenn ich das in die erste Ebene setzen würde, würde das passieren. Und das wollen wir ja nicht. Und das wollen wir überhaupt nicht, weil das würde dann im fertigen Spiel wie folgt aussehen. So, und das wollen wir garantiert nicht. Aber überhaupt nicht. Das wollen wir jetzt sowas von nicht. Also, das sieht nicht schön aus. Mal davon abgesehen, dass es auch absoluter Quatsch ist. Also, das sieht nicht nur nicht schön aus, es hat auch gar keinen Sinn. Das ist ein Problem. Und es könnte vielleicht auch den Spieler verwirren. Und es sieht wirklich nicht schön aus. Dasselbe bei den Bäumen. Nicht in die erste Ebene setzen. Selbes Problem. Wie gehabt, sieht dann nicht schön aus. Und funktioniert auch nicht. Also es funktioniert schon. Ich kann da drum herumlaufen. Aber ich habe gar keinen Boden mehr. Keine Bodentextur mehr. Und das wollen wir definitiv nicht. Also immer die richtige Ebene auswählen. Ich kann es nochmal grob erklären. Weil das ist das Schwierigste am RPG Maker XP, dass man im Grunde die richtige Ebene für das richtige Objekt wählt. In die erste Ebene kommt sowas wie Bodentexturen und also, nicht Bo also quasi der Boden und die Wand. Und in die zweite Ebene und in die dritte Ebene kommen halt Objekte. In die zweite Ebene die normalen Objekte, beispielsweise hier Baumstümpfe. So. Um jetzt mal zu übertreiben. Und in die dritte Ebene kommen Objekte, die quasi die zweite Ebene überdecken. Ich hoffe, ihr habt das soweit verstanden. Genau. Wir können auch das Tileset mal ändern, dann kann ich euch noch andere Dinge zeigen, wie zum Beispiel Port Town. Kann ich euch noch ein Haus zeigen. Eventuell hier unten habt ihr ein Haus. Da habt ihr jetzt hier zum Beispiel die Hauswand, die würde dann auch in die erste Ebene kommen. Diese besteht aus drei Stücken, ein linkes, ein mittleres und ein rechtes. Das linke nehmt ihr, setzt es hin, wo die linke Kante des Hauses sein soll und das rechte nehmt ihr und setzt es hin, wo die rechte Kante des Hauses ist und das mittlere nehmt ihr dann einfach, um das Ganze dann zu verbinden. Hier habt ihr dann ein Flachdach. Das geht jetzt am schnellsten, am einfachsten. So. Genau, und dasselbe Prinzip wieder. Die Ecken kommen an die äußeren Ecken halt ran. Und damit, mit diesen Kanten hier, verbindet ihr das Ganze. Wieder dasselbe Prinzip wie bei der Mauer. Upsala. Und mit der Mitte füllt ihr das Ganze dann aus und schon habt ihr ein kleines Flachdach. Genau, dann könnt ihr hier noch Fenster einfügen in die zweite Ebene. So, oder das Fenster hier sieht vielleicht ein bisschen besser aus, wenn es ein bisschen höher ist. Genau. Oder ihr könnt auch einen Blumenkasten da, ups, den Blumenkasten, der wäre es gewesen, Blumenkasten ranmachen. Sowas kommt dann zum Beispiel auch in die zweite Ebene und dann in die dritte Ebene würde dann zum Beispiel eine Palme kommen, die jetzt das Fenster so leicht überdeckt. Ich glaube, das grobe Prinzip sollte verstanden sein. Wie gesagt, solche Objekte wie hier das Schiff, Boot, kommt in die zweite Ebene. Bodentextur in die erste Ebene. Beispielsweise hier den Weg wieder. So. Wie gesagt, das Grobe sollte verstanden sein. Ich habe bereits ein erweitertes Tutorial hochgeladen, wo ich etwas näher aufs Mapping eingehe. Und ich denke, wenn ihr euch das auch noch anseht, seid ihr vielleicht schon ein bisschen
gewappneter im Mapping mit dem XP. Ich werde auf jeden Fall noch weitere XP-Mapping-Tutorials hochladen. Ich weiß nur noch nicht wann, aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch diese ansehen würdet. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüsseli, sagt euer Donf204.